Hallo zusammen. Heute bin ich mal in der Nähe der Stadt Menden und zwar am Hexenteich und werde gleich hier ganz freundlich begrüßt von den Gänsen. Halte aber ein bisschen Abstand. Wer weiß, wie lange die sonst freundlich bleiben. Schöne Holzskulptur. Aber mein Hauptmerk oder Augenmerk geht hier auf den See. Das Ganze liegt hier an der Hauptstraße, hört man im Hintergrund wahrscheinlich. Aber das Fleckchen Erde soll ganz schön sein. Überzeugt anscheinend nicht durch die Größe, sondern durch die Schönheit zwischendurch. So habe ich das irgendwo mal gelesen und deswegen wollte ich mir das anschauen. Und Hexenteich ist ja auch schon vielversprechend vom Namen. Daher, wenn ihr mögt, bleibt dran. Auch da schön in der Mitte diese kleine Insel zu sehen. Schon ein bisschen mystisch. Leider gibt es hier keine Wegbeschilderung, aber ich denke mal, ich gehe einfach am Wasser unten weiter. Dort im Wasser sieht man die ganzen kleinen Fische. Und bevor es jetzt über diese Brücke geht, werde ich noch mal einen kleinen Schwenk in die andere Richtung machen, damit man diese Dimensionen des Sees auch mal richtig betrachten kann. Ansonsten ist das Ganze wirklich wie in so einer kleinen Schlucht hier. Und zieht sich hier so ein kleines Stück rüber. Ach, da liegen Schildkröten. Das habe ich hier in Deutschland auch selten gesehen. Ich glaube erst einmal, auch auf irgendeiner Radreise, dass wir Schildkröten in den heimischen Teichen haben. Bei der Wasserqualität, die fühlen die sich garantiert wohl. Schön. Ja, ansonsten ein schöner, kleiner, verwunschener Wald hier. Mit den vielen Wurzeln, die so ausgetreten sind, weil wahrscheinlich alle hochklettern. Hier Richtung Sonne, den See schön. Also Schildkröten, wenn man mal genau drauf achtet, sind hier echt an jeder Ecke. Auch da auf dem Stamm wieder. Ein Stückchen weiter links lagen noch welche in der Sonne. Echt schön. Ja, solche Kleinigkeiten freuen mich. Aber das ist ein Kunstwerk. Ich schaue gleich mal, ob es auch eine Beschreibung gibt. Aber es sieht aus, als wenn da so die Hände zu sehen wären, die die ganzen Seelen festhalten. Ist vielleicht auch nur in meinem Kopf so der Gedanke, aber es wirkt auf mich zumindest so. Ich muss leider mal so weit weggehen zum Filmen. Also diese Skulptur heißt Gemeinsam leben. War ich gar nicht ganz so verkehrt mit den Seelen, die da gefangen sind. Ich hoffe, man erkennt das aufgrund der Sonne, das blendet doch sehr. Hier ist wieder eine weitere Skulptur, Menschen ohne Heimat. Leider schwer zu erkennen, so auf dem Bildschirm. So, und hier kommt die letzte von diesen Holzskulpturen. Wo dann christliche Abbildungen sind. Auch die Decke ist sehr schön gestaltet hier. Alles, was die Region geprägt hat im Grunde. Bergbau, auch die Armut, die Reisenden. Sehr schön gemacht. Das Ganze soll ein Monument für Frieden und Völkerverständigung darstellen. So, und jetzt geht es weiter im Naturschutzgebiet Felsenmeer. Und zwar ist das in der Stadt Hemer. Und das Ganze ist hier nochmal gut erklärt, wie es finanziert wurde.
Ihr habt schon gemerkt, ich mache jetzt so kleine Sprünge, weil das hier alles so in einem Eck ist, aber immer nur für ein paar Minuten Erlebnis reicht, weil es alles auf kleinen Flächen ist. Aber ich denke mir, das kann man auch so mitnehmen und in einem Video dann verpacken. Und das mache ich jetzt hier. Und hier geht's los, da ist auch das erste Schild, Felsenmeer, Brücke und Steg in diese Richtung. Die ganze Runde soll laut Beschreibung vorne 3 Kilometer haben, so circa. Und deswegen habe ich mich noch mal in T-Shirt und kurzer Hose losgewagt, obwohl es schon ein bisschen frischer wird. Aber ich denke mir mal, die paar Minuten wird das noch gehen. Und dann ist wieder warm anziehen angesagt, weil nachts mit 5, 6 Grad ist doch noch frisch. Ja, hier muss man sich gerade kurz entscheiden, Richtung Aussichtsplattform oder Felsenmeer, Brücke, Steg. Ich habe mich jetzt mal für Brücke, Steg entschieden. So wie ich die Tafel verstanden habe, ist es eh ein Rundweg. Und dann geht es direkt weiter Richtung Heinrichshöhle, aber auch immer noch Brücke und Steg. Und hier zwischen sieht man so ein bisschen, was mit Felsenmeer auch gemeint ist. Ist jetzt nicht die Sächsische Schweiz, aber es sind Felsen. Und auf dem Weg hierhin an der Hauptstraße hätte man meinen können, man ist in der Sächsischen Schweiz. Da waren auf 500 Metern, 1 Kilometer wirklich die Felsen rechts, links der Straße, ähnlich wie in der Sächsischen Schweiz. Und oben war so ein großes Anwesen zu sehen, was ich mir auch gerne noch anschauen würde. Ich weiß bloß nicht, wie man da hinkommt. Da muss ich noch mal ein bisschen Dr. Google fragen. Ansonsten, wenn man hier aufmerksam durchgeht, sind schon überall so kleine Felsen zu sehen. Ist schon ganz schön. Man darf ja auch nicht vergessen, in welcher Region wir sind. Das zum Beispiel ist doch wieder wunderschön. Ich denke, das ist die Brücke. Und dass es dann auch hier Richtung Plattform geht. Auch hier wieder entlang der Felsen. Das Ganze ist schön eingebettet hier, weil sonst käme man ja gar nicht hier durch. So wie da zum Beispiel. Das hat ein bisschen was von dem... ich komme gleich drauf, dann sage ich es euch. Erstmal gehe ich jetzt hier runter. Von den Schwedenlöchern in der Nähe von der Bastei. Sächsische Schweiz meine ich jetzt, ne? Bastei, da wisst ihr schon Bescheid. Ja, das nenne ich beeindruckend hier. Super. Wenn man hier jetzt so durchgeht, merkt man, umso tiefer man die Treppen kommt, umso kühler wird es natürlich auch. Aber einmalig schön. Aber das müsst ihr immer selber entscheiden. Ich fände es klasse. Ich stehe ja so auf diese schroffen Felsen. Deswegen muss auch irgendwann mal Skandinavien und Schottland ran. Weil auch da gibt es ja so viel von diesen schroffen Gegenden, die ich mir unbedingt noch anschauen muss. Nachdem man da unten durchgegangen ist, könnte man jetzt wieder über die Brücke zurückgehen. Oder sich erst hier noch die Felsen und diese wunderschönen Bäume dazwischen anschauen. Ich habe mich entschieden, nicht wieder über die Brücke zurückzugehen, sondern diesen rechten Weg hier. Um mal zu schauen, was da noch so kommt. Weil auch hier die Aussichten ist halt immer ein Blick wert. Hier mit der Sonne kommt dieses satte Grün und die schroffen Steine doch nochmal wesentlich besser zur Geltung. Es ist auch einfach mal ein schönes Gelände hier, um nur einen Spaziergang zu machen. Also die Luft ist hier irgendwie ganz anders gefühlt. Angenehm anders. Und so wie hier zieht sich das so ein ganzes Stück. Ich hoffe, ihr könnt das so halbwegs erkennen. Und wenn man da so dran vorbeigeht, kommt man sich echt winzig vor.
Das Ganze wäre jetzt nur noch zu toppen, wenn da jetzt die Wassermassen durchschießen würden. Ich bin jetzt gerade mal wieder ein Stück raus aus diesem Wäldchen und stehe in der Sonne, um mich mal kurz aufzuwärmen. Ist echt schon sehr kühl im Schatten. Aber macht nichts, war ein herrlicher Tag. Hier auch wieder so ein saftig grüner Krater. Und ansonsten überall diese schönen alten Buchen. Und die haben schon ein paar Jahre, wenn die Größe und den Durchmesser haben. Hier ist auch wieder so ein schön zerkluftetes Stück. Ich hoffe, dass es nachher in dem Video so rüberkommt, wie es hier wirklich wirkt. Weil das ist echt schon groß. Also hier ist nochmal so eine Sage, wie das mit dem Felsenmeer entstanden ist, die mir persönlich sehr gut gefällt. Um das ursprüngliche Felsenmeer, den lang gezogenen Südhall, mit seinen versteinerten Wogen ranken sich faszinierende Mythen und Sagen. Die älteste schriftliche überlieferte Sage vom Felsenmeer aus dem Jahr 1705 erzählt die Geschichte vom Teufel, der einen Sack mit Steinen auf dem Rücken trägt. Dieser bekommt ohne sein Wissen in der Dawart im Münsterland einen Riss, der sich bis in die Gegend vom Balve so erweitert, dass ihm alle Steine beim heutigen Felsenmeer plötzlich verloren gingen. So lasse ich mir Sagen gefallen. Wenn man das aber so hier sieht, könnte man eher an die zweite Sage glauben, dass hier Zwerge ein Bergwerk hatten. Was ihr von beiden glaubt, glauben wollt oder auch drüber schmunzelt, ist euch überlassen. Solche Gedenktafeln finde ich auch immer sehr lobenswert. Zum Gedenken an den Forstwirt Jörg Hartmann, der hier am 3. Dezember 82 in Ausübung seines Berufs tödlich verunglückte. Und hier geht's rein zur Aussichtsplattform. Ich muss gerade mal einen kleinen Moment warten. Was heißt ich muss, aber ich warte, weil da ein Fotoshooting ist. Ah, jetzt sind sie fertig. So, hier nochmal einen kleinen Schwenk jetzt von dieser Aussichtsplattform. Die machen ihr Fotoshooting im Hintergrund weiter. Ich habe mich gerade mal noch Dread Net darauf hingewiesen, wie dieser Puschel auf dem Mikro im Englischen heißt. Dead Cat. Auch ganz nett und witzig irgendwie. Okay, angenommen, da gibt es ein Safe am Strand. So, Moment. Also das hat wirklich schon ein bisschen was von Sächsische Schweiz hier. Schön. So sah der Steg an sich aus. Schön eingefasst wieder mit diesen alten Buchen. Und jetzt geht's weiter Richtung Heinrichshöhle. Ich laufe schon ein paar Meter wieder. Jetzt noch 600 Meter, dann sollte die Höhle da sein. Leider wird es hier im Wald jetzt schon ein bisschen duster. Aber ich denke mal, dieses Efeu, wie das da runterhängt, ist gut zu erkennen. Hier nochmal ein kleiner Blick auf Hema und Umland. Auf der Seite ist noch so ein schöner Aussichtsturm, da kommt man aber nur rein, wenn man Online-Karten bestellt hat und das jetzt abends mal eben ist natürlich nicht möglich. Daher war es das soweit. Mit der Heinrichshöhle, das hat sich irgendwie nicht ergeben. Ich bin den Weg jetzt einmal runter, einmal hoch. Ich habe sie nicht gefunden. Ob sie irgendwo drunter liegt, bei den umgestürzten Bäumen, wer weiß das schon. Naja, eine Zuschauerin hier bei YouTube hatte mir diese Region hier empfohlen. Die kommt aus der Region hier auch und sagte, das schau dir mal an, das gefällt dir bestimmt. Da hast du vollkommen recht, danke dafür. Mir hat es gut gefallen und ich hoffe euch auch. Macht's gut, euer Markus.